Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits-Superstar im Co-Trainer-Modus. Sprich, ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich hab's nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! EM 2024, mehr Weltklasse geht nicht, mehr Spannung geht nicht. Ich darf Sie heute Abend herzlich zu diesem Spiel bei besten Wetterbedingungen begrüßen, liebe Fußballfans. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Es könnte ein Superspiel werden. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Buschmann, jetzt vielleicht. Tor, da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Wir schauen noch mal auf die Entstehung dieses Treffers. Erst dieser Doppelpass und dann dieser Hammer. Ja, der ist dann auch nicht mehr zu halten. So, Schottland muss was tun nach diesem Rückstand. Weiter geht's. McTominay. John McGinn. Callum McGregor. Unaufhaltsam. Schön, erstmal jetzt den Ball. Andrew Robertson. Den hält er natürlich. Ball kommt nicht an. Aaron Hickey. McGinn. Zakaria. Ball bei Xhaka. Vargas. Ndoye. Das könnte gefährlich werden. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Porteus. Ricardo Rodriguez jetzt. Ball bei Xhaka. Dennis Zakaria. Ball bleibt hängen. John McGinn. Dykes. Scott McTominay. McGinn. Geht dazwischen. Und jetzt Shaqiri. Xherdan Shaqiri. Xhaka. Granit Xhaka. Vargas! Das macht er sicher. Porteus. John McGinn. Dykes. Christie. Christie mit dem Angriff jetzt. Ball kommt in die Mitte. Kein Tor, der Torhüter ist da.
Ecke kommt in die Mitte. Kein Grund zur Aufregung, Kopfball geht rüber. Der Ballverlust. Dennis Zakaria. Ball bei Xhaka. Vargas. Zakaria. Da kommt der Pass. Dennis Zakaria. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Aber dann fehlt doch die letzte Konzentration. Weg ist der Ball. Können Sie was draus machen? Kein Problem, den hat er. Ecke kommt ins Zentrum. Erstmal der Befreiungsschlag. Xherdan Shaqiri. Da ist der Ball jetzt weg. Entscheidet auf Vorteil. Weiter geht's hier. Scott McTominay. McTominay. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich. Wollen hier wieder rein in diese Partie. Hickey. Zakaria. Ball bei Xhaka. Dennis Zakaria. Am Ball Shaqiri. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Callum McGregor. Der Steilpass von Christie. Stark von Sommer. Also da dürfen Sie sich wirklich beim Keeper bedanken, dass die Führung weiterhält. Die knappe Führung. Aber wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Aaron Hickey. Ja, gefährlich. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Super, wie er sich durchsetzt. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Das war vor der Pause eine gute Leistung, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Bleibt am Ball. Da setzt er sich gut durch. Sie warten geduldig auf die Chance zum Ausgleich.
Hat jetzt Anspielstation. Ja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Shaqiri. Scher. Widmer. Ball erobert erstmal. McGinn. Vargas. Das ist Xhaka. Vargas. Er zieht vorbei. Ganz energisch. McTominay. John McGinn. McGinn. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ball nach hinten gespielt. Das machen sie sehr geduldig im Aufbau. Ball wird geblockt. Und jetzt die Chance. Riesenparade von Sommer, setzt sich dadurch, klasse Aktion. Jetzt kommt der Wechsel. Ecke kommt in die Mitte. Den Kopfball hat er, klasse gemacht. Gar nicht einfach, der war wirklich gut. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Da ist der Block. Ball kommt nicht durch. Widmer. Am Ball Shaqiri. Xhaka. Nun Rodriguez. Da ist Xhaka. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Renato Steffen. Vielversprechender Vorstoß. Ja, wird Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Zakaria. Sie suchen immer wieder die entscheidende Lücke. Christie. Robertson. Klasse Zweikampf da von Widmer. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Dennis Zakaria. Er holt sich diesen Ball. Angriff der Schotten jetzt. McTominay. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Könnte der Ausgleich werden. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt wechseln sie hier aus. Ecke kommt ins Zentrum. Der Befreiungsschlag nach dieser Ecke.
Den Ball holt er, gut verteidigt. Und es gibt natürlich Einwurf. Scher. Okafor. Das sieht vielversprechend aus. Wird das die Entscheidung? Nicht das Tor, nicht die endgültige Entscheidung. Ist das stark gemacht, tolle Parade, so kurz vor Ende, die Hoffnung lebt. Der Ball kommt rein. Sie machen zu, machen das gut, der Angriff wird unterbunden. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Das macht er sehr gut. Knapper Rückstand hier für Schottland und lange ist ja auch nicht mehr auf der Uhr in dieser Partie. Ja, sie machen es spannend, aber so richtig zwingend ist das hier alles nicht. Ich kann das nicht verstehen. Eine Mannschaft von dieser Klasse, die müsste sich doch ganz anders gegen so eine Niederlage stemmen. Es fehlt doch nur dieses eine Tor. Da ist die Chance. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Scher. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Knappe Niederlage, gut gespielt, aber da kann man sich nichts für kaufen. Es hat nicht viel gefehlt, es waren Kleinigkeiten, aber ich glaube, das ist kein echter Trost. Das war gut, was er heute angeboten hat. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie. Ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.